Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Portal 2. Zu dem Abschnitt ab dann, wo ich Testkammern spiele von euch. Zitat von der Community allgemein. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit der nächsten Einzelspieler-Community-Map, die, ja, sich natürlich in dem Workshop befindet. Achso, Moment. Das geht einfacher. Schnelles Spiel. Nehme ich eine nach der besten Bewertung. Ja, nochmal. Komm. Besten Bewertung und ab dafür. Ich fand ja die letzte nicht so schlecht, muss ich sagen. Und hey, wie schön, wir kriegen direkt die nächste von dem. Richtig schön. Aber ich ahne dann auch richtig was Schönes dadurch. Nicht gut. Coole Sache, aber nicht gut. Dass vor allen Dingen so ein Intro extra gemacht hat. Dass er überhaupt so ein Intro extra gemacht hat. Oh Gott, und ich ahne etwas. Ja, ich ahne richtig. Ach du geil. Ach du, wie geil. Das ist doch... Genau, das ist das, was auf dem Screenshot war. Ich habe gesehen, dass der Steam-Kram doch eingeblendet wird. Und ich wünschte mir eine Taschenlampe für Portal 2. Ohne Spaß. Nee, Moment. Andersherum. Moment, der Rabe hat unsere Portal Garn geklaut, um sie hier hinzubringen. Ich werde nicht mehr krasse. Wie macht man sowas? Ey, das muss ich herausfinden. Ich mache jetzt nicht auch solche krassen Maps. Meine alten werden halt gelöscht. So, fertig hat sich der Lachs. So, als nächstes. Habe ich jetzt geschummelt? Ich glaube, ne? Ja. Naja, ich glaube. Ach so, nee, Moment. Aha. Ja. Okay. Ich kapiere den Witz. Super lustig. Okay. So. Und nicht wirklich jetzt, oder? Ah. Echt jetzt? Okay, Moment. Moment, ich muss so rum rein. Ah, ich hasse das. Okay. Kapiert, was ich machen muss. Und ab dafür. Ich weiß noch nicht mal, ob ich nicht doch irgendwie geschummelt habe. Aber jetzt schaffen wir es auf jeden Fall. Oh Gott, nächste Map, nächstes Pech. Ich ahne irgendwie schon so etwas ganz Böses. Ja, und ich glaube, ich sollte recht behalten mit der Idee, die ich habe. Nee, doch nicht. Ach, doch. Moment. Alles klar, jetzt habe ich verstanden. Der Typ spielt mit, ja, Köpfchen, würde ich sagen. Sag ich mal jetzt ganz einfach, aber Moment.
Wieso gehe ich denn hier nicht einfach wieder runter? Dann komme ich doch da rein. Das muss ich auch, vor allen Dingen, weil... Genau, ich brauche da mindestens eine lange Strecke. Und das hat zu bedeuten... Aha. Okay, ich werde noch nicht so ganz schlau draus. Okay, da werde ich zwar zerquetscht, aber kann kurz gucken. Okay, ich weiß jetzt, was ich machen muss, glaube ich. Moment, ich muss noch mal kurz gucken. Ich ahne. Etwas, nee, Moment. Ach du Heilige. Aha, okay, okay. Hab verstanden. Der Typ ist gut. Der weiß, wie man eine richtige Map baut. Okay, und jetzt habe ich das doch geschafft, oder? Oder nicht? Sind wir schon durch? Ja, wir haben es geschafft. Richtig schön. Auch wieder Top-Bewertung, finde ich. Muss auch sein. Und ja, ich zeige ihn nochmal im Workshop an. Ich weiß, die Maus bleibt irgendwo hängen manchmal. Das war jetzt die dritte Map. Und ich muss sagen, ich feiere den Typen jetzt ein bisschen. Muss ich sagen. Also, wenn ihr die Map spielen wollt, da ist der. Ich finde, das ist total verdient, dass ihr auch seine Maps spielt. Und don't eat the paint. Also, ess nicht die Farbe, weil es wurde ja gesagt, dass das ja nicht gut für die Knochen ist und so. Na gut, ich würde sagen, nächste Testkammer einfach. Wir können einfach mal weitermachen. Und ich werde nicht mehr. Sag mal, beherrscht der Typ die Maps hier oder was habe ich verpasst? Aber Moment, hatten wir die fünfte nicht in der letzten Folge schon? Nein. Vergesst, was ich sagen wollte. Das hat er definitiv nicht drin gehabt. Oha. Oha. Ja, definitiv. Das muss ich machen. Und da muss ich mit einem Trick vorgehen. Oha. Und da bin ich tot. Okay, nicht schlecht, dass der Typ mit Checkpoints und alles Möglichen arbeitet. Aber ich muss erstmal drauf kommen, drauf klarkommen, was hier eigentlich gerade geschieht. Leute, okay. So. Ah ja, nicht ganz nach oben, brauche ich ja nicht. So. Den Würfel leite ich mir um nach Dan. Das war nicht schlau, glaube ich. Ich muss noch mal kurz überlegen, wie ich das mache. Ich glaube, ich nehme erstmal den Würfel. Ja, komm, wir nehmen erstmal den Würfel. Ganz einfach. Müssen wir auch. Okay, ich habe es jetzt kapiert. Ich habe es jetzt geschnallt. Wir müssen den Würfel haben, so oder so. Ah, nee, dahin. Den lege ich hier mir kurz erstmal hin vorher. Nee, den lege ich mir da nicht hin. Den packe ich mir dahin. Warte dann ganz kurz. Und lass mich jetzt durchs Portal fallen.
Was nicht gut war. Was nicht... überhaupt nicht gut war. Okay, wenn ich das jetzt richtig verstanden haben sollte... Nee, Moment. Ach, nee. Okay, jetzt brauche ich gar nicht erst drüber nachdenken mehr. Ich weiß jetzt, was da abgeht. Und gleich wieder. Nee, doch nicht. Genau. Das heißt, ich muss... Orange, blau, blau... Orange... Blau. Lange nachgedacht. Weil das hier, das treut ja nur meine Portale, mehr auch nicht. Genau, das löst sich dann im Wohlgefallen auf. Oh Gott, und dann muss ich hier das abfangen? Echt jetzt? Okay. Nochmal. Wir nehmen den Würfel. Schmeißen ihn da rein. Warten noch mal ganz kurz. Scheiße. Okay. Ich trinke mal ganz kurz Wasser. Augenblick. Nehmen jetzt nicht das orange, sondern das blaue Portal. Und legen es hier rein. Richtig, richtig. Meine Güte, der Typ ist echt krass drauf, was die Maps anbetrifft. Erst recht auch vom Design her, das macht er richtig gut. Und ich hab's doch geahnt. Nächste Map-Abschnitt. Oder nächster Map-Abschnitt. Moment mal, heißt das, man kann dann auch mit diesen Bombendingern hier aufbauen und mit den Röhren und alles? Ich werde nicht mehr. Ich glaube, es gibt sie doch und ich habe hier bloß den Workshop-Kram nicht so richtig. Oh, richtig gefährlich. Moment, das sind sogar diese Bomben. Oh, richtig gut. Das hier ist auch schon richtig gut, um mal Zitat, richtig, mal was zu machen. Moment mal, das muss ich doch irgendwie anhalten. Moment. Moment, ich rette mich erstmal darauf. Ich kann doch nicht jetzt nicht einfach da durch. Das willst du mir nicht erzählen. Ah nee, wenn ich das richtig sehe, soll ich da auch gar nicht durch. Ich soll hier rauf. Okay. Das ist machbar. Der Herr. Oh Gott. Wie cool ist das denn? Ey, das ist richtig cool. Achtet mal drauf. Hier werden zurecht geschnitten, die Platten. Ich werde nicht mehr... Wie kommt man auf sowas? Echt, ey. Das ist richtig krass. Schön, ich bin halt nur diese normalen gewohnt, die so richtig so zusammengeschustert werden aus den Standard-Pack. Aber nicht solche. Richtig krasse Sache. Alter, ich bin ein bisschen gehypt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, was macht der Würfel? Der macht, dass das umgekehrt funktioniert. Okay. Finde ich schon mal gut. Muss ich aber auslösen, indem ich... Okay. Ich weiß auch schon, wie ich das auslöse. Muss ich sogar auslösen, sehe ich gerade. Krieg ich den da irgendwie weg? Nö. Muss ich ihn da wegbekommen? Ich glaube ja, ne? Ach, Manno. Ach, ich krieg ihn da sogar weg. Moment. Hä? Sanft ablegen. Richtig gut. Oh Gott, nicht schon wieder. Das war blöd. Ich hätte da bleiben können. Bye bye. Okay.
richtig blöde Sache erstmal machen und dann merken, oh, ich hätte da stehen bleiben können. Der Typ ist krass drauf. Okay. Richtig schön, dass ich das weiß jetzt. Das heißt, dementsprechend springe ich hier rein, beeile mich mal hier, ich glaube mit Leertasten-Spam. Na? Nee, wird man nicht schneller. Na, egal. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, brauche ich hier nur drauf warten. Dass das den richtigen Punkt erreicht hat. Ja, ich hab's nicht so richtig verstanden, glaube ich. Ach, Moment. Ja, liegt auch daran, dass ich zu blöd bin, um das zu peilen gerade. So, richtig gut. Ach, meine Güte. Aber richtig cool gemacht. Kriegt auch wieder einen Daumen hoch. Ich muss sagen, das lohnt sich, solche Maps zu spielen. Ich glaube, das habe ich schon im letzten Part gesagt. Ich habe das schon im letzten Part gesagt, scheiße. Ich beende mal und gehe mal wieder zurück. Noch einmal zurück. Und ich gehe mal, schnell spielen. Ach so, genau. Und dann gehe ich mal nach der neuesten, die es gibt. Also das ist dann eine, die gerade brandneu gemacht worden ist. Von Frankreich Premier Map. Okay, ich lass mich überraschen. Subject, it's Cave, Prime, from Earth One. I am speaking to you from across time and space. I am literally in the future. I hold on. Oh Gott, ich ahne Böses. Alright, my assistant Greg tells me none of that's true. Got excited. You are the first test subject we have ever sent into a parallel universe, which apparently has nothing to do with time travel. Still exciting. Anyway, you should be seeing a test chamber in front of you. We designed it. Hey, ich komme hier nicht mehr raus, richtig? Remember, you gotta let us know if it works or not. Otherwise, you're wasting everybody's time on two Earths. All right, get to it. Oh, hoppla. Nee, Moment. Viel einfacher, oder? Okay. Ach, Moment, was kann ich hier machen? Echt jetzt? Ha! Mist! Okay. Richtig gut, richtig schnell, richtig sauber. Das Timing könnte zwar noch besser sein, aber na gut. Timing ist nicht alle. Nee, komm, wir gucken erstmal, was hier ist. Jetzt bin ich neugierig geworden. Oh Gott, ich ahne böse. Ja, es ist ein Maze. Ich habe ja sogar auch, glaube ich, eine Map mit Maze, aber da habe ich ja wenigstens Portalflächen, dass man quasi sich zurücksetzen kann. Ja, und jetzt fange ich das Nuscheln wieder an. Dass man sich quasi zurücksetzen kann. So. Ich glaube, das geht nur hier Richtung einmaliger Maze. Ja, genau. Ich glaube, ich brauche da nicht mehr in die andere gucken, oder? Ich gucke sicherheitshalber nach. Ich kann hier schon mal das Portal setzen. So.
werde aber nicht mehr fündig, oder? Nee. Heißt, es war unnütz, nichtsdestotrotz. Nachgucken ist wichtig. Man könnte ja was übersehen. Okay. Mhm. Moment mal, ich mach mal ganz rüber. Mir auch blöd, ich sehe hier nicht mal das Sprungfett oder was. Bam. So. Die Tür geht nur auf, wenn ich den Laser hier umlenke. Richtig? Richtig. Und den kann ich umlenken, indem ich... Indem ich was mache? Gute Frage eigentlich. Ah, toll! Richtig schöne Verarsche, oder was? Ich werde da nicht so ganz schlau draus, Leute. Aber ich würde sagen, wenn wir jetzt hier nicht durchkommen... Och, noch nicht mal Checkpoint. Nee, wisst ihr was? Ich muss sagen, ich glaube... auch wenn die Map gut ist, muss ich ja sagen, gut gemacht, ne? Auch wenn die gut... gemacht ist, sie war leider Gottes ein bisschen zu schwer für mich. Ich glaube, das wird auch häufiger noch vorkommen. Ja, gut, aber ich würde sagen, daher wir wieder die, ja, 25 Minuten fast voll haben, na gut, ja, oder wenn da sowieso voll haben, die Zeit, mache ich mich mal dran und setze mich mal ans Rendern, weil ich muss das ja noch alles raushauen. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage, ich bin raus, euer Haus. Haut rein. Und ciao.